Ich finde, es schaukelt. Zumindest in meinem Kopf schaukelt sich. Jetzt sag du mal was. Wir sind gut drauf an diesem Morgen. So sieht Arbeiten bei der Rundschau aus. Aber nur manchmal. Wir sind hier am Kremdorfer See aus einem ganz bestimmten Grund. Wir wollen nämlich etwas testen. Wir zeigen euch, wie das Wasserbett XXL im Lausitzer Seenland aussieht. Hallo, kommt rein. Ich habe es mir schon angeguckt. Ist super. Entree direkt durchs Schlafzimmer. Und es ist alles drin, was man braucht. Super. Ein Bett. Ein Bücherschrank. Sehr gemütlich. Ein Kleiderschrank. Perfekt, perfekt, perfekt. Hier sozusagen All-in-One. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer mit mega Aussicht und mega Terrasse. Alles da, was man braucht. Ich glaube, hier können wir es aushalten. Und ich finde, es schaukelt doch. Es ist November und es sind immer noch 15 Grad, sodass wir sogar die grandiose Terrasse genießen können. Mit Blick über den gesamten See und die Frage, ob die kreischenden Vögel Gänse oder Möwen sind. Im Moment hört man sie zwar nicht. Doch, man hört sie immer noch ganz leise. Genau, ein bisschen Wellengeplätscher. Und ansonsten himmlische Ruhe. Wald. Und wir. Wald und wir. Wald und wir. Wald und wir. Wald, Wasser und wir. Und die große Frage, wie war denn nun die Nacht auf dem XXL-Wasserbett? Kurz, weil Frauen quatschen immer lange. Aber ich würde sagen, sehr erholsam. Wir sind gut drauf an diesem Morgen. Genau. Und wir sind auch nicht seekrank. Nein. Nein. Ganz im Gegenteil. Na, nach dem Wachwerden, man blickt sofort übers Wasser, reißt die Terrassentür auf, nimmt eine Brise, gute Seeluft, Gremdorfer Seeluft. Genau, perfekt. Top. Tschüss. Schön war's. Tschüss, Anja. Also ich darf hier bleiben. Okay.